Hey ihr, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Aufgebraucht-Video aus dem Monat September. Ich habe jetzt noch nicht gezählt, wie viel leer gegangen ist, aber ich habe schon mal vorgeordnet. Es ist in Ordnung, es ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Sogar drei Sachen habe ich jetzt noch vergessen, die sind noch in der Wohnung. Aber entweder blende ich die euch dann noch ein oder schneide die Filmsequenz noch rein. Ich sag's dann auf jeden Fall nochmal dazu, falls ich es doch vergessen sollte. Tut mir leid fürs Licht, aber bei uns regnet's und ja. Und auch, dass so wenig Videos im Moment kommt, aber ich bin immer noch im Umzugsstress. Dieses Wochenende ziehe jetzt ich endgültig ein mit meinem Rest und ich weiß nicht, irgendwie ziehen gerade alle auf einmal um. Dann muss man da noch helfen und dort und ach, ihr kennt das ja. Ich hätte gesagt, wir starten mit ein paar Basic-Produkten. Und zwar habe ich zu einem aufgebraucht von Best View. Das ist von der Rossmann-Marke. Die Brillenputztücher. 52 Stück sind da drin mit Zitrusduft, streifenfreie Reinigung und auch für entspiegelte und Kunststoffgläser gedacht. Ich trage eine Brille, habe aber auch Kontaktlinsen, aber im Moment benutze ich doch lieber mehr meine Brille. Vorher habe ich eine Zeit lang nur Kontaktlinsen getragen und die mag ich ganz gern für zwischendurch, wenn einfach mal dreckig ist. Und ich sehe gerade, man kann damit auch Computer reinigen, TV-Bildschirme, Kameras, Handy-Displays, also nicht nur Brillen. Genau, das ist so ein Allrounder-Ding, das ich gern nehme. Die sind jetzt leer und da habe ich keine mehr da, die muss ich mir wieder nachkaufen. Vom letzten Monat, was ihr schon gesehen habt, die letzte Packung von den Tempo Fresh and Go Feuchttücher für Hände und Gesicht, die in der Variante Pure, und die habe ich jetzt leer gemacht, den Rest noch. Die sind alkoholfrei und die reinigen echt gut und riechen auch gut, also ich kann dagegen nichts sagen, vor allem mal schnell in der Handtasche, hinterlassen auch kein klebriges Gefühl, kann ich euch nur empfehlen. Dann aufgebraucht von Elmex die Sensitive Professional Zahncreme. Sofortige, anhaltende Linderung. Medizinische Zahnpasta für sofortige Schmerzlinderung. Genau. Die hatte ich in der Schön für mich Box letztes Jahr drin. Vom Rossmann die. Und habe sie auch genommen. Ich fand sie ganz gut. War jetzt nicht scharf vom Geschmack, sondern wirklich sensitiv. Was ich gut finde, weil ich mag so scharfe Zahnpasten nicht. Und jetzt habe ich gerade von Dentodent diese schwarze Zahnpasta im Angebrauch. Und das letzte Basic-Produkt sind, wie immer von Nivea, meine Cremepflege-Reinigungstücher. Steht noch neu drauf, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Ich habe damals auf Vorrat gekauft. Gerade habe ich wieder die von BB in Verwendung, aber ich habe noch welche von Nivea da. Wie gesagt, ich liebe die, auch mit der vom Brennen her, die brennen überhaupt nicht bei mir und hinterlassen so ein bisschen Pflege und sie riechen halt nach Nivea und ich mag das. Das halte ich euch mal jetzt nicht zu nah an die Kamera, die sieht schon sehr versüfft aus. Und zwar eine Seife von Isana, die Summer Feelings Cremeseife mit Brombeerenextrakt. Davon habe ich auch noch das Duschgel da und die ist jetzt leer. Ist mir aber ziemlich auf die Nerven gegangen, der Duft. Irgendwann nach einer Weile war es schon sehr bärig und gewöhnungsbedürftig und jetzt habe ich auch nicht mehr so Lust auf das Duschgel, aber man wird sich zeigen. Ja, die kommt jetzt in den Müll. Dann habe ich leer gemacht zwei Deos. Wie gesagt, ich habe ja mehrere Deos gleichzeitig in Verwendung, deswegen geht mal keins leer, mal mehr auf einmal. Zu einem habe ich mein Standard-Deo leer gemacht und zwar ist das von Axe, das Energy for Her. Ist, glaube ich, auch mit das einzige von Axe für Mädchen. Ich bin mir aber nicht sicher. Hatte mal ein anderes Design, das sieht so aus. Ich mag das gerne, es riecht so gut. Und es hält wirklich, es schützt. Ist ein Bodyspray und hier unten steht nochmal Deodorant. Ohne Aluminiumsalz auf jeden Fall. Das hier ist aus Tschechien, deswegen steht es da nicht drauf. Aber auf den Deutschen steht da immer noch drauf, ohne Aluminiumsalze. Und ja, das muss ich mir wieder nachkaufen. Ich habe gerade keins mehr da. Also kann ich euch nur empfehlen. Vom Duft vor allem. Andere Deo, das ich aufgebraucht habe, ist von Fa.
das Frozen Delight mit Duft des Pfirsichs. Davon habe ich jetzt auch das Duschgel aufgebraucht, das seht ihr gleich. Und davon habe ich, glaube ich, noch 3 Stück mindestens da. Das habe ich in meinem Abverkauf gekauft, wie ihr gesehen habt, in meinem Haul. Genau, und von damals habe ich auch noch eins. Ich liebe das, das riecht so gut. Das habe ich halt zwischendrin immer, wenn ich nur daheim war, genommen. Weil es einfach so ein bisschen fruchtiger geduftet hat. Und ja, kann man auch nichts verkehrt machen damit, aber es gibt es nicht mehr. Oh, passend zum Deo zeige ich euch jetzt das Duschgel, das leer gegangen ist. Von Far Frozen Yogurt, das Duschgel mit Duft des weißen Pfirsichs, hatte einen pflegenden und kühlenden Effekt, war eine Duschcreme und die habe ich halt im Sommer benutzt, war auch limitiert, hier oben sieht man es. Von Kühlung habe ich jetzt nicht viel gemerkt, ich glaube jetzt wo ich so halte, ist da noch ein bisschen drin hier unten. Ich glaube ich schneide es mal auf und kratze den Rest raus. Ja. Und irgendwas ist ausgelaufen, sehe ich gerade, weil hier hängt es überall. Ich fand es super, wenn es das nächstes Jahr im Sommer nochmal gibt, würde ich es mir nachkaufen, allein wegen des Duftes, der war einfach so toll. Frozen Joghurt mit Pfirsich, ich liebe Pfirsich, da könnt ihr mich haben damit. Und gepflegt hat es eigentlich auch ganz gut, die Farbduschgele mag ich mittlerweile sehr gerne. Außerdem ist leer gegangen für den Körper, endlich mal, ich brauche ja ewig für sowas, ein Rasiergel. Und zwar von Balea, das Rasiergel Sweet Mandarin. Mit Duft von Mandarine und Mandel. Das ist, glaube ich, letztes Jahr habe ich das gekauft. Und ja, ich brauche einfach ewig für so ein Rasiergel. Ich weiß nicht warum. Jetzt habe ich das mit Zitrone. Was bei dieser, was Oktoberfest-LE? Nee, irgendein Wiesen-LE, irgendwie sowas draußen ist. Das habe ich gerade in Angebrauch und ich wollte mir das neue von Balea kaufen, was es ja jetzt gibt. Ich fand es super, ich mag Rasiergel lieber als Rasierschaum. Ich mag Rasierschaum nicht, sondern ich mag dieses einfach, wenn es gelig rauskommt, man dann es verteilt und dann der Schaum aufschlägt und nicht gleich der Schaum da ist. Sehr anspruchsvoll, ich weiß, aber ja. Und dann bleibe ich bei denen von Balea, weil die haben ein schönes Design, schönen Duft, da kann man nichts verkehrt machen mit und das finde ich super. Dann für die Haare habe ich ein Shampoo aufgebraucht und zwar das von Garnier aus der wahren Schätze-Reihe. Nicht wundern, ist auch französisch. Das Shampoo mit Avocadoöl. Weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, ich glaube schon. Es hat super gerochen, super gepflegt, es war so gelblich und das habe ich in Tschechien gekauft. Ah, und ich lese noch gerade, ist Karité-Butter mit dabei. Es ist ohne Parabene. Und davon habe ich jetzt noch das mit Honig da und das mit Vanillemilch und Papaya. Und ich finde die vor allem im Winter super, weil die duften so lange im Haar. Das kann ich euch empfehlen. Und bei mir fettet auch nichts nach damit. Für den Winter benutze ich dann wieder entweder Honig oder Vanillemilch. Muss ich mal gucken. Jetzt habe ich gerade von Ghoul 1 im Angebrauch. Dem ist leer gegangen für die Haare, was ihr in meiner Haarpflegesammlung gesehen habt. Endlich von Gliscor die Million Gloss Express Repair Spülung. Sofortige Kennbarkeit, hochkonzentrierter Glanz, stumpfes und glanzloses Haar. Das ist eben von Schwarzkopf, damals noch mit neuer Formel. Aber das ist schon die alte Verpackung noch, weil hier sieht man es, das ist aufgeklebt. Bei der neuen kann man durchgucken. Jetzt mache ich meine vom Nivea leer und dann nehme ich die nächste von Gliscor. Also ich werde bei Gliscor bleiben. Ich gebe mir die dann immer ins Haar nach dem Waschen, wenn ich keine Spülung nehme. Wenn ich Spülung nehme, brauche ich es nicht, weil es ist ja schon eine Spülung. Und es ersetzt praktisch die Spülung für mich. Ich tue die dann einfach rein und lasse drin und ist super zum Durchkämmen. Damit keine Probleme. Ja. Für den Körper habe ich noch eine Probe leer gemacht und zwar von Vichy, die Ideal Body, das Lä-Serum, also das Milchserum. Serummilch, wie man es nimmt. Die fand ich super, hat gut gerochen, schön angenehm, nicht so eicht, aber auch etwas parfümiert. Hat gut gepflegt, hat mir auch für einmal gereicht. Da waren
wie viel Milliliter. Ist auf jeden Fall auch ohne Parabene und für sensitive Haut gedacht. Wenn wir schon bei so kleinen Bröbchen sind, habe ich noch zweimal aufgebraucht von Valea, von der Cremegel-Maske. Und zwar war das die mit diesen Dreier-Anwendungen. Also ich habe hier 1 und 2 und die dritte habe ich schon aufgebraucht. Schon von einem Jahr bestimmt. Ich habe jetzt nochmal eine da. Die war damals limitiert letzten Sommer und die hat eben so auf Cremegel, auf so einer Gel-Basis. Also mehr für den Sommer, was kühlt. Pflegt halt nicht wirklich, sondern kühlt mehr und spendet Feuchtigkeit. Ich fand sie gut und ich habe sie jetzt aufgebraucht, damit sie mal weg ist und nicht so offen drin rumliegt. Genau, beide Anwendungen. Dann habe ich aufgebraucht ein Lippenpflegestift und zwar von BB, den Smoothie. Den habe ich jetzt im Sommer benutzt und von den super nach Früchten gerochen, war angenehm auf den Lippen. Ich mag BB eigentlich mit am liebsten von den Labellos, von den Lippenpflegestiften gleich neben Labello. Den habe ich jetzt im Angebrauch, weil jetzt wird es ja ein bisschen kälter. Dann brauche ich schon was Pflegenderes, nicht so Avio oder sowas. Ja, also den fand ich super, würde ich mir auch nachkaufen. Ich mochte damals den blauen sehr gerne von Baby Young Care noch. Das war mein Lieblings. Aber jetzt ist er ja nicht mehr da, jetzt gibt es nur noch Baby. Aber den könnt ihr euch mal anschauen, der hat hier auch so ein schönes Früchtchen-Design, auch wenn man es jetzt nicht gerade gut erkennt, tut mir leid. Ja, der ist eben komplett aufgebraucht. Hier. Der ist jetzt leer. Bis auf den Hubbel dann, den kriege ich nicht weg. Plus Masken, ich habe noch 2 von der Body Shop aufgebraucht. Entweder blende ich euch jetzt ein Bild ein oder die noch eine Filmsequenz. War ich baden. Und zwar habe ich zu einem aufgebraucht von, und ich sehe gerade, hier ist das Zeug, das ausgelaufen ist. Dresdner Essenz, das Taufrischbad. Und zwar war ich da krank und hatte Schnupfen und da dachte ich mir, es riecht schon frisch, das riechst du wenigstens. Nimmst du das? Es war halt ein bisschen blumig, soll nach Wasserlilie und Aloe Vera riechen, aber auch sehr pflegend und eher frisch vom Duft. Also nichts besonders Fruchtiges oder Warmes, sondern, ja. Aber Dresdner Essenz liebe ich, da kann ich nie meckern und es ist sogar vegan. Kann man wirklich nichts sagen. Was ist zu einem aufgebraucht? Aufgebraucht von Kneipp, die Badekristalle bin im Garten. Das ist eine Exklusivedition, die gibt es also nur bei Rossmann. Und da sind drin Heidelbeere und Pflaumenduft, das riecht wirklich sehr fruchtig. Und Kneipp, ja, man kann halt nicht vorher dran riechen, aber ist auch vegan. Und finde ich gut so. Fand ich gut, hat gut geduftet. Vom Sprudel weiß ich nichts mehr. Ja. Das letzte Badeding, neben dem, was noch fehlt, was ich euch einblenden werde. Und von Lush eine Badebombe. Die riecht immer noch. Ich glaube, die lege ich mir so in den Schrank, die Verpackung. Mache ich vorher auch immer, wenn ich sie nicht benutze, dann duftet der ganze Schrank nach Badebombe. Und das war die rosane mit so einer Blume drin. Da kam dann eine Blume raus, eine Rose. Und zum guten Schluss habe ich noch eine Parfümprobe aufgebraucht von Roberto Gaisini, die Feminin. Die hat sehr gut gerochen. Ist also von Robert Geisen natürlich. Gibt es einmal männlich, einmal weiblich. Die ist jetzt leer. Fand ich sehr gut. Aber würde ich mir jetzt nicht in groß kaufen. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auf Instagram findet ihr dann das Bild und wie viel es geworden ist. Aber ihr hättet auch ja mitzählen können. Bis zum nächsten Mal.